Hallo und herzlich willkommen bei Real Politics 2. Eine neue Folge und wir sind immer noch Neuseeland und haben ganz schön was gerissen mit neuer Besiedlung von Provinzen. Also wir haben hier das Campbell Plateau eingenommen und wir arbeiten daran, das hier, die Tasmanische See, zu uns hinzuzufügen, und das wird uns jede Menge Metalle bringen, weil hier gibt es 90 Metalle, relativ viel Brennstoff und ein paar seltene Erden. Vielleicht müssen wir dann auch hier eine seltene Erdenmine hinsetzen. Aber erstmal gucken wir uns ein klein wenig um. Was macht Australien? Wir sind immer noch in der Situation, dass wir, genau, wir müssen für Ask for Governmental Assistance fragen. Definitiv. Also, hi, wir hätten gerne von euch Aktionspunkte. Und ich möchte auch nach Ressourcen fragen, aber das geht leider nicht, weil die zu wenig haben. Gucken wir nach Positiven. Da müssen wir noch ein bisschen mit warten. Unser anderer Blockpartner ist Japan. Und da sollten wir auch vor Governmental Assistance fragen. Wir brauchen echt viele Aktionspunkte. Und können wir hier noch andere Sachen machen? Wir könnten sie finanziell unterstützen, wir könnten infrastrukturelle Unterstützung anbieten. Okay. Könnten mal gucken, was haben die denn hier so? Wo brauchen die denn wohl mal ein bisschen Infrastruktur? Provinzbevölkerung ziemlich hoch, BIP ist hoch. Die haben super wenig Ressourcen in all ihren Provinzen. Kann auch nicht sehen, ob, also Block, wenn wir infrastrukturelle Unterstützung geben, die kriegen ein bisschen mehr BIP und wir verbessern unsere Beziehung. Müssen dafür Geld und ein paar Rohstoffe ausgeben. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Und positiv müssen wir auch noch ein bisschen mit warten. Also helfen wir denen mit Infrastruktursachen. Okay. Und dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Pakistan und Iran sind immer noch im Krieg. Kasachstan hat den Block verlassen. Türkei. Interessant. Okay, diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das heißt, wir haben von Japan Aktionspunkte gekriegt. Und Governmental Assistance Australien, da haben wir auch Aktionspunkte gekriegt. Wir sind jetzt bei 10.000. Das ist sehr gut. Wir brauchen für die nächsten Stufen, die wir so haben, definitiv noch ein paar mehr Aktionspunkte. Und wir sind wieder gut im Plus. Das freut mich total. Ja. Das freut mich total. Und unser BIP wächst weiter, obwohl die Weltwirtschaft gerade so echt am Boden ist. Das heißt, wenn die Weltwirtschaft wieder hochgehen wird, was sie garantiert tut, und wir haben eine super Arbeitslosenquote. Das heißt, wir sollten uns um Einwanderung bemühen. Wir haben bald zu viele Jobs. Oder was heißt zu viel? Ja, doch. Das hier wird immer weniger. Wir müssen was daran tun, dass unsere Bevölkerung mehr wird. Darauf sollten wir bei den nächsten Projekten achten. Wir haben schon Sachen mit Einwanderung gemacht. Wir machen technische Schule und öffentliche Krankenversicherung. Naja, also bei den Projekten wird es auf jeden Fall mal Zeit, nochmal so ein bisschen quer zu gucken, was es alles gibt. Aber Blockintegration ist auch etwas, an dem wir arbeiten müssen. So, jetzt haben wir infrastrukturelle Unterstützung haben wir erfolgreich in Japan umgesetzt. Ich hoffe, dass denen das ein bisschen hilft. Auf jeden Fall verbessert es unsere Beziehung und wir müssen ein bisschen was daran tun, dass die Leute in unserem Block zufrieden sind. Neuen Blockpartner würde ich nicht hinzufügen. Was wir vielleicht mal machen können, ist demnächst da oben welche von den Inseln hinzufügen und dann gucken, ob wir sie nicht annektieren können. Aber dafür müssen wir ein bisschen an der militärischen Integration in unserem Block noch weiter dran forschen. So, jetzt erstmal Büro für auswärtige Angelegenheiten, Beraterverträge, ich sage immer noch Minister dazu, aber tja. Der Beratervertrag ist ausgelaufen, wir müssen einen neuen unterzeichnen. Serenity Jones hat Beziehungen zu Nachbarn plus 10. Oder Audrey Esposito Beziehungen zu allen plus 5.
Ich würde noch einmal 50 AP ausgeben und ein bisschen Geld, um gucken, ob wir bessere Kriegstreibermodifikatoren minus. Und dann nehme ich Sarah Maes. Beziehung zu allen plus 5. Das ist super. Ja. Okay. Ja, also wenn wir hier jetzt mal reingehen, diese Zone wird bald zu uns gehören. Vielleicht nehmen wir danach diese hier ein. Ich könnte hier mal Besiedlungsaktionen suchen nach natürlichen Rohstoffen. Kostet uns nicht viel. Dann gucken wir mal, was es hier so alles gibt. Oh, öffentliche Krankenversicherung ist umgesetzt. Sehr schön. Wir könnten jetzt an der Blockintegration weitermachen. Das war innere Sicherheit, öffentliche Krankenversicherung. Notfallmedizinisches System. Wir könnten mal auf jeden Fall bei der Sozialpolitik gucken und Visafreiheit. Was bringt uns denn das? Persönliche Kontrolle plus 1. Unzufriedenheitszielwert nein. Sozialer Wohnungspolitik der offenen Tür. Was ist Politik der offenen Tür? Bevölkerungswachstum. Oha. Ja, also Visafreiheit. Dauert 200 Tage. Kostet nicht wirklich viel. Sollten wir dran. Und jetzt gleich sind die Schulen auch durch. Technische Schulen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Blockintegration. Also bestätigen wir das. Und dann können wir Politik der offenen Tür, dann sorgen wir für Bevölkerungswachstum. Besiedlungsaktion sucht nach natürlichen Rohstoffen, wurde erfolgreich im neuer Hebridengraben umgesetzt. Also hier. Na? Da. Und der hat nur 8 Metalle, Brennstoff und seltene Erden. Das ist nicht so verlockend. Ich würde es mal nochmal in diesem Bereich machen und dann mal schauen. Vielleicht können wir Tonga und Samoa annektieren. Ja, eventuell. Genau. So, technische Schule wurde umgesetzt. Gibt uns Index für menschliche Entwicklung. Steigt dadurch. Ich könnte jetzt Blockintegration gucken. Wehrpflicht von Ausländern. Ist mehr militärische Integration, damit wir daran ein bisschen arbeiten. Militarismus-Zielwert steigt. Wir kriegen ein bisschen mehr Armee. Das ist jetzt nicht so das, was wir am meisten brauchen. Lokale Autonomien. Unzufriedenheitszielwert. Puh. Huch. Währungsunion. BP-Wachstum, wir haben genug BP-Wachstum. Wirtschaftliche Punkteeinnahmen plus 10. Das ist natürlich durchaus spannend. Oder Forschungsstipendien. Geldunterhalt und wissenschaftliche Integration. Wo sind wir denn gerade? Also Blockzusammenstellung, wissenschaftliche Integration und militärische Integration. Da sollten wir was dran machen. Okay, dann mache ich so, wie Romy und wir das abgesprochen haben, dass wir weiter, dass wir ein Projekt immer in der Blockintegration machen. Das kostet 2000, wir machen Geldunterhalt für Blockanführerprojekte minus 10 und wissenschaftliche Integration plus 10, dauert auch relativ lange. Also wird hier Block integriert und dann, dauert das noch. Besiedlung, Suche nach natürlichen Rohstoffen wurde hier umgesetzt. In dem Laubassin. Heißt das so? Ja, Laubassin. Und was haben wir hier? Hier haben wir 83 Metalle, 31 Brennstoff, 38 seltene Erden. Durchaus verlockend. So, umgesetzt. Temporäre Versorgungsbasis ist umgesetzt. Wasserbesiedlung. Brauchen wir Metalle für 1000 Metalle. Wir haben die AP. Australien, kannst du uns Metalle geben? Nein, können sie nicht.
können wir positive Aktionen machen. Jo. Wir sollten Investitionen anstreben. Wir sollten Wohlwollen erlangen anstreben. Dasselbe für Japan. Positive Aktionen, Investitionen anstreben. Und können wir schon wieder, nach Governmental Assistance fragen und AP kriegen. Und bei Australien wird das dasselbe sein. Ask for Governmental Assistance, jawohl, bitte einmal. So. Ja, obwohl wir endlich positive Aktionspunkte haben, frage ich jetzt weiter meine Nachbarn. Australien hat uns AP gegeben, sehr gut, und Japan hat uns auch AP gegeben. Ich investiere bei denen, sehe zu, dass ich hier Wohlwollenspunkte bekomme und dann muss ich jetzt mal, wie sieht es mit meinem Geld aus, eigentlich ganz okay. Ich muss darauf warten, dass wir mehr Metalle kriegen und da arbeiten wir auch gerade dran. Wir machen ein Update der Schachtmine und das gibt uns 10 Metall mehr pro Monat. Macht der Information. Okay, das hatten wir jetzt schon zweimal. Das ist es also. Wir stehen kurz vor einem technologischen Durchbruch. Wir haben die besten Wissenschaftler der Welt. Unsere Gesellschaft ist modern, doch es gibt noch mehr Möglichkeiten. Unser Volk strebt nach Größe und erkennt die Macht der Informationen in der modernen Welt an. Wenn es uns gelingt, Informationen nach Belieben zu sammeln, zu speichern, zu verarbeiten, zu verteilen und zu verändern, können wir den gesamten Informationsfluss der Welt kontrollieren. Dies würde uns eine einzigartige Machtposition verschaffen, doch es würde uns nicht gelingen, unsere Ambitionen geheim zu halten. Also müssen wir uns entscheiden. Wollen wir den Pfad eines Technologiesieges beschreiten. Wir werden einen großen Hit auf AP-Kosten bekommen. Aber ich mach das. Wir wollen den Technologiesieg. Darauf haben wir uns festgelegt. Deswegen geben wir das jetzt bekannt. So, ich mach mal Pause. Was steht hier? Technologischer Fortschritt. Unsere besten Wissenschaftler haben die Entwicklung eines globalen Informationsnetzwerks geplant. Einige Sozialprojekte sind für die Bereitung der entsprechenden Wissensgrundlage und Infrastruktur für dieses Netzwerk essentiell wichtig. Wir müssen sie umsetzen. Vormachtstellung am Dienstleistungssektor. Projekt umgesetzt Leistungsgesellschaft. Projekt umgesetzt Raumstation. Projekt umgesetzt krumme Geschäfte. Aha. Okay. Wenn wir das schaffen, kriegen wir 500 Punkte. 500 Siegespunkte. So, jetzt gucken wir mal auf die Siegesbedingungen. Müssten hier ein bisschen was... Ah ja, genau. Das ist genau dasselbe, was wir da oben haben. Diese Sachen müssen wir umsetzen. Und hier, das haben wir noch rausgeschoben. Da werden wir uns auch in ein paar Jahren zu äußern müssen. Und da würde ich wahrscheinlich auch ja sagen. Und hier sind wir Fortschritt 25%. Das ist überraschend. So, jetzt will ich mal nach Geld gucken. Ich würde auch mal nach Steuern gucken. Also unser Steuersatz ist 20%. Wir haben Steueranteil am BIP-Wachstum. Wir sind immer noch im Positiven. Das heißt, ich würde mal ein bisschen hochgehen, damit unser BIP nicht zu doll wächst. Oder was heißt zu doll? Ich gehe mal hoch. So, jetzt haben wir minus 0,08 BIP-Wachstum. Das können wir wieder runtersetzen. Wir nehmen sehr viele Steuern dadurch ein. Unzufriedenheit wegen Steuerlast. Oh. Das ist gut. Wir haben keine Schulden. Wir werden unsere Geldeinnahmen krass steigern. So machen wir es. Das können wir uns tatsächlich gerade leisten. Ich werde jetzt nämlich Rohstoffe handeln müssen. Und zwar Metalle kaufen. Und wenn ich da jetzt die 650, die wir brauchen, einkaufe, sind das einfach mal 37.000 von unserem Geld. Das bestätige ich jetzt. Sind wir ganz schön tief abgesackt mit unserem Geld, aber ich glaube, wir müssen das tun und ich leite bei der Wasserbesiedlung den nächsten Schritt ein, wo wir 1000 Metalle für brauchen. So,
läuft. Und dann fehlt noch ein Schritt. Dafür haben wir auch schon die AP. Wir haben noch 5 Metalle. Es muss Metall reinkommen. Es hilft alles nichts. Ja. Okay, Wohlwollen erlangen in Australien umgesetzt. Das ist sehr, sehr schön. Wie sieht's hier aus? Können wir schon wieder? Nee, können wir nicht. Können wir nach Ressourcen fragen. Die haben fast wieder genug Brennstoffe. Oh, Spendenallianz. Einer unserer Mitstreiter in Spendensammlungsereignis ist mit einem Angebot zur Gründung einer Allianz unserer beiden Länder an uns herangetreten, damit wir unsere Chance auf den Gewinn steigern können. Wir würden in diesem Fall von unterschwelligen Attacken auf die jeweiligen Gegenseite absehen, einander bei den Beitragstransporten logistisch unterstützen und für den jeweiligen anderen ein gutes Wort beim Komitee einlegen. Auf diese Weise könnten wir beide zusätzlich Punkte erzielen. Okay, ja, wir haben jetzt nicht so, zu Serbien haben wir jetzt keine großen, aber es ist eine tolle Idee. Da würde ich mich drauf einlassen. Wir sind kooperativ eingestellt. Hab eh nicht vor, Serbien in irgendeiner Form zu diskreditieren oder sowas. Oh, ein weiteres Allianzangebot. Einer unserer Mitstreiter im Spendensammlungsereignis ist mit einem Angebot zur Gründung einer Allianz unserer beiden Länder an uns herangetreten, damit wir unsere Chancen auf den Gewinn steigern können. Diese Geschichte mit den Spenden ist echt immer strange. Wir würden in diesem Falle vom unterschwelligen Attacken auf die jeweilige Gegenseite absehen, einander bei den Beitragstransporten logistisch unterstützen und für den jeweiligen anderen ein gutes Wort beim Komitee einlegen. Auf diese Weise können wir beide zusätzliche Punkte erzielen. Das wäre nicht fair. Wir müssen ablehnen, verbessern wir unsere ursprüngliche Vereinbarung und nehmen stattdessen dieses Angebot an. Kostet uns AP, die wir gerade haben. Würde ich aber machen, weil Brasilien, da können wir, okay, nur für 200 Tage, aber das können wir mal machen. Diese Geschichte mit den Spenden ist echt strange. Es ist echt strange. Ja. Oh Gott. Wir brauchen mehr Metall. Oh Gott. Das dauert noch 138 Tage, bis unsere Mine hier in der neuen Region da auf der nächsten Stufe ist. Eine Erzmine. Ich kann es nicht abwarten, bis wir diese Sachen umgesetzt haben, dass wir den nächsten Bereich haben mit 90 mehr Einkommen, was Metall angeht. Ehrgeiziger Politiker. Ein ehrgeiziger Jungpolitiker tritt bei Lokalwahlen für eine Liste an, die damit wirbt, den Sumpf trocken zu legen. Er hat uns um unsere Hilfe gebeten und versprochen, dass wir es nicht bereuen werden. Genau so jemanden brauchen wir, unterstützen wir ihn und verschaffen wir ihm Sendezeit in den Staatsmedien. AP-Einnahmen kann ich nicht machen eigentlich. Geldeinnahmen minus 50. Sicher, wieso nicht? Entsendet jemanden, um ihn zu unterstützen. Da geben wir AP und Geld aus. Was weiß dieser junge Typ schon von Politik? Erteilen wir ihm eine Lektion, unterstützen wir seine Gegner? Wir interessieren uns nicht für Lokalpolitik, unsere Interessen sind globaler Natur. Okay, wir entsenden jemanden, um ihn zu unterstützen. Einmal AP und Geldausgaben, diese Geschichte. Na gut, es wären weniger AP, die wir dafür ausgeben. Auch dafür. 65 Tage minus 30, also es sind 90, weil es über 3 Monate geht. Geldeinnahmen können wir uns auch leisten gerade. Das mit den Staatsmedien finde ich ein bisschen seltsam. Wir schicken jemanden zu seiner Unterstützung. Ah, diese ganze Wortwahl hier in dem Spiel ist so ein bisschen... jetzt geht's wieder los mit dem Beitrag zur Spendensammlung. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnungen für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Wir werden dafür sorgen, dass es sich auszahlt. 600 können wir uns immer noch leisten, obwohl wir gerade massiv Metalle eingekauft haben oder einkaufen mussten. Unser BIP ist immer noch hoch, obwohl wir die Steuerlast echt nach oben getrieben haben. Das ist ganz schön krass. Und nächste Projekte, naja, die brauchen alle noch. Jetzt unter 100 Tage. Okay. Und jetzt sind wir schon Wasserbesiedlung bei der letzten Stufe. Wir brauchen 1500 Metalle dafür.
Da müssen wir eine Weile warten. Ich würde die gerne einkaufen, aber das wird langsam echt teuer. Können wir Australien fragen nach Ressourcen? Oh ja, sie haben wieder welche. Okay, großartig. Ich möchte Australien. Na, wir kriegen davon 500 Metalle. Und wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen. Nein. Wir wollen nicht nach Geld fragen. Blockaktionen. Ask for governmental assistance. Da oben. Alles klar. Jetzt hätte ich beinahe nach Geld gefragt. So. Japan. Dasselbe. Wenn, dann können wir hier direkt auch nochmal nach Unterstützung fragen. Und wahrscheinlich können wir positive Aktionen durchführen. Genau. Jetzt wollen wir mal Wohlwollen in Japan versuchen zu erlangen. Okay, jetzt haben wir uns wieder ein bisschen um unseren Block gekümmert und fragen nach Aktionspunkten, obwohl wir echt schon ein Polster haben. Wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen, wir haben Ressourcen von Australien bekommen und wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen. Sehr, sehr gut. Wir haben wieder echt viel Geld, aber ich fürchte, das reicht alles nicht, um mal gerade... Ich guck mal gerade. Der Preis ist schon wahnsinnig hoch. Wenn ich jetzt hier 1000 Rohstoffe einkaufe... Ja, wir haben gar nicht so viel Geld. Wir haben gar nicht so viel Geld. Puh. Können wir Brennstoff verkaufen? Ein bisschen. Wir können ein bisschen Brennstoff verkaufen. Das machen wir mal. Aber ich fürchte, wir müssen damit leben, dass wir ein bisschen warten müssen für den nächsten Schritt. Aber das ist so ärgerlich. Okay, wir kriegen jetzt einiges an Einnahmen. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das ist wundervoll. Ich mache nochmal Pause. Und ich würde jetzt doch wahrscheinlich, weil wir gerade... Wir haben echt ein gutes Einkommen, was Geld angeht. Wir haben 661, wir brauchen 1500. Also 840, 55.000. Gebe ich aus, weil ich möchte den nächsten Schritt für die Wasserbesiedlung machen, damit ich genau das tun kann. Ja. Ich möchte diese Region haben, das gibt uns 90 Einnahmen Metalle und dann sind wir erstmal gut, was Metalle angeht. Seltene Erden, wahrscheinlich werden wir in dem Bereich dann eine seltene Erdenmine bauen oder sowas. Ja, ich denke, das ist ein guter Ansatz. Was ist hier drüben passiert? Osttimor, Staatenbund von Indonesien... Mauretanien hat sie im Block angeschlossen, Allianz von Marokko, und Albanien hat sie im Block angeschlossen, Türkei. Müssen demnächst auch mal so ein bisschen, will mir mal auch die Weltkarte angucken, aber erst wenn ich so irgendwie, ja, wenn ich neue Regionen hinzugefügt habe, und da sind wir, sehr gut. Besiedlung des Meeres möglich. Nur mal gerade gucken, das ist tatsächlich das Ding mit 90, 49, 21, genau. Ich möchte Wasserbesiedlung auslösen. Ich brauche... Oh Gott, ich brauche 120 Metall. Ja. Es hilft alles nichts. Da müssen wir nochmal... 80 kaufen. So. Wasserbesiedlung. Und das haben wir... bestätigen. So, und wie lange dauert das? Das dauert noch 60 Tage. Okay, dann haben wir eine neue Region, dann haben wir Einkommen, was Metalle angeht, die wir für so viele Dinge brauchen werden. Ganz offensichtlich. Und die Metallmine ist demnächst auch verbessert, sodass wir hier nochmal plus 10 bekommen, auf plus 49. Es sieht gut aus. Damit bin ich zufrieden. Und Forschungsstipendien ist demnächst umgesetzt. Forschungsstipendien wurde umgesetzt.
Einmal Pause. Neues Projekt zur Blockintegration. Gucken wir mal, was wir hier noch umsetzen müssen. Vormachtstellung Dienstleistungssektor. Ich suche mal gerade. Vormachtstellung am Dienstleistungssektor. Ach, um Gottes Willen. Das ist irgendwo ganz hier hinten. Das heißt, Vormachtstellung am Dienstleistungssektor. Okay. Regulieren Sie den Dienstleistungssektor, um sicherzustellen, dass er der Öffentlichkeit dient und nicht umgekehrt. Kostet uns AP-Unterhalt. Okay. IME plus 1. Interventionismus Zielwert plus 1. BP-Wachstum. 118. Können wir uns leisten? Würde ich bestätigen. Und das nächste ist ja demnächst. Also arbeiten wir mal in der Richtung. Und Projektumsetzung Visafreiheit ist auch demnächst abgeschlossen. Und da machen wir dann aber erstmal Zuwanderung. Also, dass wir mehr Bevölkerungswachstum bekommen. So, Visafreiheit wurde umgesetzt. Stopp. Und bei der Visafreiheit, das war hier in der Sozialpolitik, haben wir dann Politik der offenen Tür. Relativ ist okay vom Unterhalt. Wir kriegen Bevölkerungswachstum plus 0,1 jeden Monat. Persönliche Kontrolle Zielwert sinkt, Unzufriedenheitszielwert steigt, Arbeitslosigkeitswachstum plus 0,03. Wir haben minus 0,11, das heißt super. Und Punkteeinnahmen plus 3. Also das ist echt, das machen wir. Dauert aber auch fast 200 Tage. Ja. Okay. Das ist eine interessante Weichenstellung. Jamaika hat sich im Block angeschlossen. Kuba. Auch interessant. Also, wir haben die Weichen gestellt. Wir sind bald soweit, dass wir hier das in unseren Einflussbereich mit integriert haben. Wahrscheinlich werde ich dann nicht daran arbeiten, noch mehr Aktionspunkte, also ich werde Aktionspunkte einsammeln, aber nicht, um noch einen Meeresbereich reinzukommen. Ich will dann erstmal gucken, wie die Einnahmen von Ressourcen bei uns aussehen. Ja, also das war's erstmal für diese Folge Real Politics 2. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst einen Kommentar da oder ein Like oder überlegt, den Kanal zu abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall erstmal einen ganz zauberhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.